So, how's being crazy? Is that working out for you? Geht, geht. Man gewöhnt sich dran. There's gotta be a switch to open a gate around here somewhere. Ach Mensch, ja. Caution Gate Override ist natürlich auch sehr dezent platziert. Loading Bay Gate now opening. Please stand clear. Hey, thanks, nice lady. Okay, that should do it. Now let's get back to the others. The less time I spend alone with you, the better. Was soll das denn heißen? What the hell? You don't have to do this. Stop that noise. Now, stop it. What in the world is he talking about? Calm down, there is nothing here. We gotta do something. We must have been walking around here for years. Why aren't you taking us out yet? Where are you taking us? Think about what you're doing. Get ready, we might have to react if this turns violent. You aren't seeing the things that I'm seeing. There's gotta be a reason for that. You're causing it. Are you? Drop the gun. This isn't looking good. Get ready to shoot. My eyes are open now. I can see what you really are. I'm going to send you back to hell where you belong, you son of a bitch. Help! Oh shit! Shoot! Now! Thank you. It's this place. Obviously the target is more powerful than we thought. We need to get out of here before things get any worse. There was nothing else we could do. Let's get a move on. Ruhe in Frieden, Grün. Das Tor ist offen. Ich hoffe nur, wir kommen ja auch jemals wieder raus. So. Bin ich ja Michael Jackson Video oder was? Na? So, ein bisschen mitballern darf man ja ruhig auch, wenn wir Muni sparen wollen. Taschenlampe aufladen. Was? Behind us? Ich spare jetzt doch mal ein bisschen Muni. Ach, hinter uns auch. So, der ist weg. Jetzt komme ich doch mehr doch vor wie bei Left 4 Dead als beim Gruselschocker. Komm, das nehmen wir nochmal mit. Das macht ihr. Hinten alles ruhig. Nun gut. Jetzt komme ich mir gerade vor, mehr vor wie beim Shooter als beim... Oh. Als beim Horror-Let's Play. I'm getting too old for this shit. Oh ja, oh ja. Ich follow gleich, ich will nur mal ganz kurz vorsichtshalber.
Ich mach ja schon. Shoot doch selber mal. Shoote du mal. Ich muss Muni sparen. Entschuldigung, der Herr. So, komm ran, Kollege! Okay, ich habe nur noch 14 Schuss. Kommen die von unten? Nee, ne? Ich komme ja schon. Helipad. Muni, jetzt warte mal, ich muss nachladen im Gegensatz zu dir, Kollege. Keine Muni. Wenn der jetzt wegläuft, ne, bin ich böse. Der steht da noch, gut. Ich guck nur mal ganz kurz hier nach Munition. Natürlich nichts. Boah, die heutige Aufnahme ist rein psychisch nicht ganz so schlimm wie die gestrige. Aber ich weiß nicht, ob wir das Schlimmste schon hinter uns haben. Deswegen... speichern. Und weiter. Und wo ist eigentlich Batman? This is Alpha. We're at the event point. Repeat, we're at the event point. Roger that, Alpha. Stand by for pickup. Man, I can't believe we're going to get out of the shithole. Da sagst du was. This is Chopper. Nein! Fuck! Fuck, 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 fuck! Uah! Fuck! Was denn jetzt? Chapter 7 Requiem. Oh nein, das war unser Ticket nach draußen. Und unser... Well, that sucks. No happy ending for us, I guess. I can't complete my objective. We came to eliminate the man responsible for this mess. He's building something. And he'll let some play tricks with your mind. He can make you hallucinate, even kill you. This place was abandoned for some time now. We recently tracked all this activity and found him. His name is Dr. Romero. Find that asshole and waste him. Good luck. Dr. Romero. Das ist doch der Doktor, der uns hier angeblich rausführen wollte. Er ist also der Oberarsch hier. Der wollte uns nicht helfen. Was? Was? Ein Lauf, beide Läufe? Ach so, weil ich jetzt eine Schrotflinte habe.
Dr. Romero. Schöne Scheiße. I heard every word that man said. I am not a murderer. I have never intentionally killed anyone and I don't plan on starting tonight. Therefore, I want to give you the chance to decide. In just a moment, this elevator is going to stop on the main level, directly next to the main entrance to the hospital. If you want to spare yourself, just leave me in this hospital alone. If you're bound and determined to find and kill me, though, just keep heading down the elevator. I won't stop you from coming. Just be warned, I will be forced to defend myself. Oh. Speicherzeit. Woran erkenne ich... Ich kann ja hier keinen Spielstandnamen geben. Woran erkenne ich das denn dann? Hier sind ja auch keine Screenshots bei den Dingern, ne? Ach doch, sind sie. Okay. Ja, dann Chapter 7. Speichern. Nein, möchte ich nicht überschreiben. Ich möchte gerne ein neues machen. Ja, oder überschreiben. Weißt du was? Ich fahre erstmal nach Hause. Und dann holen wir uns Romero. This area is restricted to senior level staff only. If you do not have the proper authorization, please leave immediately. It's for your own good. Ich glaube, wir haben die falsche Reihenfolge gemacht, ne? War das im Fahrstuhl bleiben und sterben? Crazy? Hat die mich gerade crazy genannt? Aber der crazy Motherfucker ist doch der Teufel. Ich glaube, wir haben uns für den Doktor entschieden. Also gegen den Doktor in dem Sinne. Ach, sieh mal einer an. Romero Lox. I can hear the elevator. Ich kann den Fahrstuhl hören. Sie sind auf dem Weg nach unten. Mhm. Ich hoffe nur, das ganze Ding bricht nicht zusammen in dem Moment, wo ich starte. Scheiße, ich höre die Tür, wo sie sind und ich muss... I just have to tap dance, keine Ahnung. Da ist ein Brand. Da ist unsere Zelle, wo wir angefangen haben. Hier ist das erste Mal, dass wir Kontakt... Nee, das zweite Mal, dass wir Kontakt mit ihm aufgenommen haben. Hier... Nee, hier war nicht das erste Mal. Er hat es also die ganze Zeit beobachtet. Huch! Und einen Tee getrunken und irgendwas gelesen. Weißt du, der hat hier irgendwie so schöne Monitore und Computer und bla bla bla. Aber hier hat er sein überdimensioniertes iPad, wo er irgendwie in Retro-Font seine Tagebücher schreibt. 9 Seiten lang. Merkwürdiger Typ. Und hier hat er also geschlafen. Und das war... Ist das seine Frau? Seine Tochter? Auf jeden Fall hat er Fotos von ihr überall rumstehen. Aha, das menschliche Gehirn. Concepts, Human Mind and Body. Core Results. Was ist das denn? Lustige Zeichnung von der Krankenschwester und die wahrscheinlich süßeste Unterschrift der Welt. Doc Romero. Aha, aha. Irgendeine Kurve. Und das Ding haben wir schon mal gesehen. Und zwar in einer Vision, als wir irgendwo runtergestürzt sind. Brain. NDE, the truth. We create stuff. Nightmare House 2 released. Wow, das sind Zeitungsausschnitte hier. So, Kühlschrank ist auch nichts. Was hat er hier für Bücher? Können wir da nochmal ganz kurz gucken. Ich kann nichts erkennen. Das Java-Buch ist da wieder. Und die anderen kann ich nicht so erkennen.
Da hat doch jemand gehustet.